kommen nun direkt zur Wahl der Generalsekretärin. Hier liegt uns ein Vorschlag vor. Es ist Luisa Boos aus dem Kreisverband Emmendingen. Liebe Luisa, du hast das Wort. Sich klar zu werden, dass eine rechtspopulistische Partei stärker als die SPD abschneiden wird. An diesem Tag haben wir alle verloren. Doch ich bin auch dankbar. Dankbar dafür, dass unsere Partei danach nicht auseinandergebrochen ist, sondern sich gemeinsam auf den Weg der Erneuerung gemacht hat. Lieber Nils, liebe Katja, das habt ihr möglich gemacht. Vielen Dank hierfür. Am Anfang dieses Weges hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich nun heute vor euch stehe und mich um das Amt der Generalsekretärin bewerbe. Nach meiner Nominierung war ich in den letzten Wochen viel in unserer Partei unterwegs, habe mit euch gesprochen und über Wege nach vorne diskutiert. Das war wertvoll für mich und dafür möchte ich mich bedanken. Natürlich gehört es auch dazu, dass nicht nur mit mir, sondern auch über mich gesprochen wurde. Manch einer blickte mit Hilfe der Medien auch schon mal ganze 5 Jahre zurück. Auch das ist okay. Damals war ja auch nicht alles richtig, was passiert ist. Aber wenn wir schon 5 Jahre zurückblicken, dann möchte ich euch heute auch erzählen, was ich heute vor genau 5 Jahren getan habe. Damals standen wir auf dem Marktplatz in Emmendingen und haben in einem breiten, von mir initiierten Bündnis einen Nazi-Aufmarsch in meiner Geburtsstadt verhindert. Ein Nazi-Aufmarsch. Ein Nazi-Aufmarsch am 22. Oktober. Dem Tag, als vor 76 Jahren die Deportation der badischen Jüdinnen und Juden begann. Wir waren ergriffen, wir haben den Toten gedacht und so standen wir in der Kälte, haben gefroren und dennoch gespürt, das Richtige getan zu haben. In 10 Tagen einen Nazi-Aufmarsch zu verhindern, konnte nur gemeinsam gelingen, weil die Zivilgesellschaft in unserer Region zusammengestanden hat. Aber auch, weil meine SPD mir die Rückendeckung und die Kraft gegeben hat, dieses Bündnis zu schmieden und mich bei all den Anfeindungen und Bedrohungen von rechts nicht alleine gelassen hat. Das ist es, was Sozialdemokratie ausmacht. Zusammenstehen, wenn es mal nicht so einfach ist. Genau diese Standhaftigkeit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl habe ich auf jeder Station meiner Tour durch die Kreisverbände gesehen und erlebt. Ihr seid es, liebe Genossinnen und Genossen, die in Wahlkampfzeiten auch nach einer langen und harten Arbeitswoche immer noch genug Energie habt, für die SPD-Plakate zu kleben oder auf dem Marktplatz zu stehen. Ihr seid es, die in den Betrieben, in den Pflegeheimen oder bei der Polizei in vorderster Reihe mit den Problemen unserer Gesellschaft konfrontiert seid, aber in eurer Freizeit unverdrossen für deren Zusammenhalt kämpft. Und ihr seid es, die ehrenamtlich Geflüchtete betreut oder den Jugendtreff am Laufen haltet, auch wenn ihr dafür selbst auf so einiges verzichten müsst. Was wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir mit Leib und Seele und ganzer Kraft für unsere grundlegenden Prinzipien Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einstehen. Und darum gilt für uns, bei allem verständlichen Schmerz über den Sturz auf den 4. Platz, werden wir uns durch das Ergebnis der Landtagswahl nicht traumatisieren lassen.
Stattdessen werden wir den Menschen in unserem Land dieses vertraute, klare Angebot machen. Egal, woher du kommst, wir, die SPD, geben dir die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Viele von uns und auch ich hatten im Laufe ihres Lebens die Statistik nicht auf ihrer Seite. Ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, wenn es eine Partei gibt, die sich den Problemen der Menschen in unserem Land annimmt, dann ist es die SPD. Doch viele Menschen haben sich trotz all unserer Bemühungen von uns abgewandt. Einige fühlen sich abgehängt, denken, sie haben keine politische Vertretung mehr und treffen dann sogar Wahlentscheidungen entgegen ihrer eigenen Interessen. Dagegen müssen wir was tun. In diesem Sinne verbinde ich meine Kandidatur mit drei zentralen Botschaften. Ich stehe für ein klares sozialdemokratisches Profil. Ich möchte euch als starke Mitglieder aktiver mit einbeziehen. Und ich werde leidenschaftliche Wahlkämpfe organisieren. Ausgangspunkt unserer Politik kann nur ein klares sozialdemokratisches Profil sein. Wir setzen auf soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und Wohlstandsperspektiven für alle. Soziale Gerechtigkeit fängt beim kostenlosen Kita-Platz an und hört bei der guten und sicheren Rente auf. Soziale Gerechtigkeit heißt, etwas aufbauen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass es jederzeit wieder weg sein kann. Soziale Gerechtigkeit bedeutet Aufstiegschancen, eine gute Gesundheitsversorgung und auch eine ausgleichende Verteilungspolitik, weil wir Armut eben nicht hinnehmen. Das ist es, was wir den Menschen bieten können. Und dieses Profil müssen wir auch in der Opposition und in der Öffentlichkeit standhaft und geradlinig vertreten. Besonders im Kontrast zu einer grün-konservativen Regierung. Ja, Oppositionsarbeit ist schwer. Aber zum Glück erhalten wir etwas Schützenhilfe. Zum Beispiel von den Grünen. Die geben sich gerne als eine weltoffene und moderne Partei. Da war ich dann auch wie Leni schon ein bisschen irritiert, als Ministerpräsident Kretschmann man die Ehe durch die Gleichstellung von Mann und Frau, Singles, Alleinerziehenden oder Regenbogenfamilien bedroht und die Menschen stark verunsichert sah. Gut, zumindest beim Thema Homosexualität hat er anschließend ja ausführlich Nachhilfe erhalten. Trotz allem Zurückrudern bleibt aber. Im Gegensatz zu uns scheinen die Grünen in Baden-Württemberg Familienformen zu werten. Und ich muss sagen, als Alleinerziehende bin ich es leid, mit meinem Kind als Familie zweiter Klasse behandelt zu werden. Und so geht es vielen anderen auch. Wir brauchen keine Kopfnoten aus der Villa einzuschneiden. Das Amt einer Generalsekretärin wäre aber verdammt einfach, wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass die Schützenhilfe von den Grünen oder der CDU ausreicht. Nein, wir müssen auch intern den Erneuerungsprozess weiterführen. Eben nicht nur im Scheinwerferlicht der Kommunikation nach außen, sondern auch hinter den Kulissen, innerhalb unserer Partei. Denn da kommt ja erst die Energie für die Scheinwerfer her und da kommen auch die Leute auf der Bühne her. Auf diesem Weg möchte ich euch in den Ortsvereinen, Kreisverbänden und Arbeitsgemeinschaften mitnehmen. Eine Parteimitgliedschaft hat mehr zu bieten als eine Statistenrolle. Ich möchte euch in die Kampagnenplanung einbeziehen, bei der Mitgliederbetreuung unterstützen, unsere Strukturen schlagkräftig halten und euch mehr in die inhaltliche Arbeit einbinden. Ich will offen sein für Impulse und Themen, die euch wichtig sind. Ich will mit euch Lösungen für unsere schrumpfende Präsenz in der Fläche finden und unsere Partei für Mitglieder wie auch Nichtmitglieder attraktiver machen, durch Mitreden, Mitarbeiten und Mitentscheiden. Wir alle wissen, dafür brauchen wir mehr Räume für offene inhaltliche Diskussionen.
Unsere Meinungsbildung muss von unten nach oben erfolgen. Und wir dürfen keine Angst haben vor den Themen, die die Gesellschaft bewegen. Wir müssen als Partei Orientierung bieten. Und unsere Beschlüsse müssen am Ende des Tages auch etwas wert sein. Wir müssen eine Partei sein, in der jedes Mitglied spürt und weiß, dass seine Stimme wichtig ist. Ich will, dass unsere Mitglieder noch stärker und sprachfähiger werden. Denn wenn wir alle das Gleiche sagen, dann ist das ganz schön laut. Besonders laut müssen wir im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl sein. Ich habe viele Kampagnen gestaltet, in Wahlkämpfen kandidiert oder diese geleitet. Mir ist klar, jede Minute, die ihr vor Ort selbst planen, vor dem Computer Flyer und Anzeigen entwerfen müsst, ist eine verlorene Minute, um rauszugehen und Wahlkampf zu machen. Deshalb werden wir sofort damit anfangen, mit euch zu vereinbaren, was wir liefern müssen, damit ihr auf die Straße könnt. Mit spürbarem Rückenwind aus Stuttgart läuft es sich vor Ort einfach besser. Und ich habe in den letzten Wochen in den vielen Gesprächen mit euch wahrgenommen, dass euch die Kommunalwahlen ebenso Sorgen bereiten wie mir. Wir wollen und werden das Ziel von flächendeckenden SPD-Listen nicht aufgeben. Das wird eine gemeinsame Kraftanstrengung. Mit den Regionalzentren, den Kreisverbänden und Ortsvereinen werden uns gemeinsam bereits jetzt auf den Weg machen, die Menschen vor Ort zu gewinnen für unsere Listen, die die Sozialdemokratie erfahr- und erlebbar machen werden. Und das wäre jetzt die Stelle, an der immer gerne die Europawahl vergessen wird. Das wird es mit mir nicht geben. Wir haben mit Evelyn Gebhardt und Peter Simon zwei extrem gute und engagierte Europaabgeordnete, deren Wissen und deren Arbeit wir zu unserem eigenen Schaden zu wenig nutzen. Wir müssen sie mehr in unser Handeln einbeziehen und ja, auch mehr für sie da sein. Gerade in Zeiten, in denen das Vertrauen in die EU auf gefährliche Weise sinkt, müssen wir uns so stark entgegenstemmen, wie nur irgendwie möglich. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin seit 11 Jahren Teil unserer SPD. Große Teile meines Erwachsenenlebens habe ich für eine starke SPD gekämpft. Ich kenne unsere Partei in all ihrer Vielfalt und all ihren Facetten. Und ihr wisst genauso gut wie ich, wenn wir unsere SPD Baden-Württemberg wieder auf Erfolgskurs bringen wollen, müssen wir über uns hinauswachsen. Ich möchte als Generalsekretärin dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ich möchte, dass die Wahlkämpfe nicht nur eine gemeinsame Anstrengung sind, sondern auch einfach Spaß machen. Mit unserer Leni an der Spitze, mit Themen, für die wir brennen und einer Vision für unsere Gesellschaft, die die Menschen begeistert und Hoffnungen weckt. Ein klares politisches Profil, starke Mitglieder und leidenschaftliche Wahlkämpfe. Daran möchte ich als eure Generalsekretärin arbeiten. Ich will dabei euer Scharnier sein, Brücken bauen, wo heute Gräben sind. Der Aufbruch, den wir uns alle so sehr wünschen, wird uns nur gelingen, wenn wir den Weg nach vorne in den Blick nehmen. Einen solchen Weg zu beschreiten, erfordert Mut, um Vertrauen aufzubauen, sich durch gegenseitige Arbeit voneinander zu überzeugen, zusammen zu wachsen, gerade wenn es mal nicht so einfach ist. Aber wenn auch ihr glaubt, dass wir nur gemeinsam stark sein können, dann bitte ich euch um eure Stimme. Glück auf!
Ihnen jetzt mal vorstellen.